Was? Die ZDM-Position. Ja, bist du ganz ein gefährlicher. Na, nicht gefährlicher nach vorne, gefährlicher nach hinten. Wirst sehen. Da bin ja ich da. Alles zusammen. Alles defensiver. Du spielst als ZDM eigentlich eine Zone-Position. Und ich umgekehrt. Deswegen sag ich's. Schreien immer gescheit weg. Was muss er? So, wieder da. Nicht zu vorne. Jetzt kann ich endlich umstellen. Aber ich war ein guter LV, ha? Wenn du einen guten Vordermann hast, ist LV und RV gar keine schlechte Position. Ich weiß es, fast keiner. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich hab oft genug LV gespielt. Nicht der LV der 80er Jahre, sondern der LV der 90er, 2000er, die Carlos-Partie. Lisarazu. Lisarazu, auch Fuchs. Ja, die Zeiten von Fuchs sind aber halt schon. Ein Fuchs nicht. Nur in seiner guten Zeit. Du, da hat ein paar Mal super reingezogen. Das war das. Da war noch. Nee, wir haben noch viel Schalke gewinnt. Da hat er dann einmal doch wieder. Nein, das erste Jahr bei Schalke bis zum Trainerwechsel sozusagen. Oder ja. Das ersten zwei Jahre sogar. Da hat er gezogen. Da ist er auf der Linie aufgezogen und hat. Aber noch jetzt ist er zu langsam irgendwie. Der packt das nicht mehr. Der hält dann nicht durch. Das körperlich schwach. Das weiß ich nicht, aber mit einem Autovic, der gibt ihm schon noch genug Rückendeckung. Der hilft ihm. Weil der spielt sehr stark defensiv. Boah, hier, wie meine langsam ist, das ist ja unglaublich. Schön. Oh, Kona! Boah, meiner ist heiß. Meiner ist geladen. Er wäre so gerne Tornerschütze. Siehst du mich? Nein, ich finde ihn nicht. Ich bin deckt. Du darfst. Na super, Alter, jetzt da. Jetzt hätte ich deckt. Kurzen gehabt, Fünfer, oder? Markus. Ja, warte. Jetzt. Oh. 65 von 65 erfolgreiche Flanken. Sag danke. Danke.
von mir. Der Glaube an Gott zu vertrauen. Gar nichts mehr. Das ist. Eigentlich ganz kurz Tipp für die Chris. Welcher? Warum na, für den Chris heute nochmal Tipp? Dann hat ihn der auf der Vierer geknallt. Da hat er das auch die Kugel immer dann geknallt, das ist ja irre. Halt. Sind's lange Bälle oder normal? Lange Bälle. Deswegen fällt es so drauf, ne? Hm? Deswegen hauen sie so drauf. Einmal Konter. Eine Grenze, ja. Dreck, Dreck, Dreck. Gleich gespielt, Owe. Ja, und das mitten im Spielen. Na, wenn wir nicht mehr weiterlaufen können. Hängt man für ein paar um. Ja, meiner ist nicht hinschauen, was für die da. Und ich hab nicht können, ich war eh vor dir. Das muss man wiederholen. Na, nochmal der Bot. Oder RB. Da kippen wir zurück. Gut mit der Herr Bot. Hammer. Wann wie Deutschland? Große Überlegenheit relativ halt ohne Punch. Mit butterweichen Händen. Ja. Hast du gestern das Spiel gesehen? Ist er überhaupt da? Ja, ja. Hast du das Spiel gesehen, Deutschland? Wirklich. Deutschland gegen Georgien? Ja, ein bisschen was haben wir angeschaut. Wir waren ja online heute. Nein, zweite Halbzeit hätte ich eigentlich. Markus! Deutschland hat getaumelt. Die haben einen Angriff nach dem anderen, einen geilen Angriff nach dem anderen, sozusagen eine Zeit lang rausgehauen. Und Deutschland ist geschwommen. Richtig geschwommen. Ein Wahnsinn. Der Weltmeister gegen die Nummer 113. Die Willis haben sich das besorgt. Die sind reif übrigens, die Gegner. Oder die waren reif. Einmal. Oh. Oi. Ja. Und sonst sind die unreif. Ja, schön. Jawohl, ich bin haben wir hinter das Tor gehabt. Und wo war jetzt gespielt, oder? Ja, am Hotel darf man keinen Vorleger machen. Der legt sich aber nochmal vor.
direkt am Markus spielen. Wenn man Assists braucht. Er war nur eine Linie weiter vorne, da tut er einfach zum Netzen. Ja, spielt man da auch. Ja. Und. Mitte, nimm mal. Ah, schau. War. Ja, hab ich gesehen. Deswegen habe ich so eine Drehung gemacht, so einen Schnörkler. Hätte auch nicht! Da hat der Christel gleich vorne gestanden. Oh, das war geil. So da. Ja. Jetzt wird es eng. Wäre auch nicht. Kann man den eigentlich reinmachen ohne Powerfreistoß? Weiß ich auch. Ja, ja. Ja. Der schaut cool aus. Da, Bot, abseits. Ha? Ach Gott. Das war ja auch ein der Schuss. Und der Pass. Da geht mal ein bisschen oft schief. Ja, und der ist in der Hektik halt scheiße. Gibt schönere Schmäh. Na, kommt drauf an. Wenn du den linken Stick nach hinten ziehst und dazu LT drückst, macht er ganz was Leibendes. Ja. Jawohl. So. Hat mir gefallen, ha? Meiner tut ballen. Der Zweite, ne? Markus, der Zweite, oder? Ja. Ja, na, ich hab Zähne. Im Moment. Ja. Da kann man gönner drauf sein, ne? Gutes Wochenende hinter mir gehabt, das Pokalwochenende, Pokal. Na, 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 nicht so hastig, Kotti, komm. Nimm die Bots mit. Ja, genau, komm, richtig. Brav. Geht schon. Wird schon, wird schon. Das war der Dings, der Lesenby in der Früh. Ja. Der kämpft ja gegen einen Telly Savalis, oder? Ja. Ja, genau. Achso, da warst du eh noch da. Das sind James Bond und Lesenby. Ja, ja. Nein, da gibt es den in Sky 007. Da spielt es alle Filme runter. Total unspektakulär natürlich die Schießszenen. Wenn du da YouTube Snowboarder Hobbyvideos ausschaust jetzt da. Lange Eck. Jetzt. Ach so. Das ist sehr kurz gewesen. Ja, ja. Nein, das war ja, was der, falls die mithören. War die Täuschung. Naja, so unspektakulär würde ich sagen, ist das nicht. Das Skifahren? Oh ja. Ich weiß nicht, ob das Skifahren da war. Das Skifahren war bei, kann gar nichts mehr, Otti. Im Geheimnis ihrer Majestät hast du doch mit der Bob gefahren, oder? Oder Ski auch.
Ski habe ich nicht gesehen gestern. Und mit quietschenden Raffen im Schnee. Nein, weil nämlich in der Bobbahn ist einer gestorben. Bei den Dreharbeiten. Ski in der Bobzeit. Mit den Ski in der Bobbahn, das war aber schon zu den Zeiten waren. Das war der Dings da. Aber da in Geheimdienst ihrer Majestät verfolgt der Lazenby in Delisa Wallis am Schluss mit einem Bob. Und der flüchtet in einem Bob und da sprengen sie das oben in der Schweiz in die Luft. Okay, gehen wir wieder zurück zum Map. Ja. Wir haben eine Wertung. Fast noch gehabt. Der Bot. Natürlich mal. Na geh, Bot. Na, der ist auch schon müde. Achso, ich bin ja defensiv. Ja, der hat gar nichts gemacht, defensiv. Und ich bin zahm. Na, hat eh passt. Genau das habe ich gemeint. Wir spielen eh unseren Teil, nein? Au. Oh. Ja. Bitte. Oh. Wow. Ich hab den Sprengtasten gewinnen und dann rausgekommen. Alle mal. Wer? Warte. Na wenigstens. Wenn man nochmal durchgehen, müssen wir zurückbleiben.